Liebe Leute von Muri Grümligen, reformiert und katholisch, eigentlich haben wir geplant, am Sonntag gemeinsam vorne in der Bruder-Klausen-Kirche zu sein und zusammen den Suppentag zu feiern, wie schon öfters. Leider müssen wir den absagen. Aber ich werde am Sonntag trotzdem ein paar Gedanken zum Suppentag aufschalten. Ihr könnt es finden auf der Seite www.rkmg.ch/podcast. Also www.rkmg.ch/podcast. Ihr könnt auch bei den Katholiken unter der Pfarrei Bruder Klaus ein Grußwort finden vom Gianfranco Biribicchi, der mit mir zusammen den Gottesdienst gemacht hat und zusammen noch mit dem Nicolas Bettischer, Markus Niederhäuser und Dorothea Losli. Wir alle wollen miteinander Gottesdienst feiern zum Suppentag und das geht eben nicht. Aber Bruder Klaus hat eine super gute Idee gehabt, dass ich nämlich das Rezept von der Suppe, wo wir die letzten Jahre immer hatten, dass ich das auf die Webseite stelle und dass ich darum bitte, dass wir alle doch die gleiche Suppe kochen am Sonntag. Ob das klappt, wird man dann sehen. Etwas, was aber ganz wichtig ist, dass Brot für alle und Fastenopfer und Partner sein ganz dringend Spenden brauchen. Denn das alles ist jetzt zusammengebrochen. Sie haben letztes Wochenende auch die Rosen nicht können verkaufen und haben sie dann verschenkt in Alters- und Pflegeheim und andere Institutionen. Wenigstens das. Ich freue mich, wenn ihr am Sonntag um 11 Uhr wieder dabei seid auf der Webseite von der Kirchgemeinde. Einen guten Abend, gute Zeit und bleibt gesund.